Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian. Heute mal aus der Friedrich-Bürklein-Halle hier bei uns im Maximilianeum, die der ein oder andere vielleicht kennen mag, so sie oder er schon mal als Besucher bei uns im Parlament war. Denn auf dieser repräsentativen roten Treppe werden dann immer ganz gerne Erinnerungsfotos von allen Kolleginnen und Kollegen mit den Besucherinnen und Besuchern aus ihren Heimatregionen gemacht. Inhaltlich geht es heute um die Frage von Anna, die hier aus München kommt, Beamtenanwärterin ist und den Medien entnommen hat, dass unsere Freie Wähler Regierungsfraktion einen Dringlichkeitsantrag für die bayerischen Beamtenanwärterinnen und Anwärter, die gerade zur Bewältigung der Corona-Krise eingesetzt sind, ins Parlament eingebracht hat. Jetzt will die Anna von mir wissen, erklär doch mal, worum es dabei gegangen ist. Ja, liebe Anna, das mache ich sehr gerne, denn es gibt derzeit ja mit der Corona-Krise ganz sicher die größten globalen Herausforderungen der Nachkriegszeit zu meistern. Und das besondere Spezifikum an dieser Krise dürfte sein, dass sie nicht durch eine Einzelleistung bewerkstelligt werden kann. Ganz im Gegenteil, es ist nötig, dass ganz, ganz viele Menschen an ihrer jeweiligen Stelle in der Gesellschaft mehr tun als ihre Pflicht, über sich hinauswachsen, einen besonderen Beitrag dazu leisten, dass Bayern und seine Menschen ganz gut durch diese Corona-Krise durchkommen. Und da gibt es, Anna, so ein paar Berufsgruppen, die da in der öffentlichen Wahrnehmung einfach naturgemäß sehr präsent sind. Und damit meine ich nicht nur die Politiker, die in den Pressekonferenzen die Nasen in die Kameras halten, sondern insbesondere auch die Pflegekräfte, die Erzieherinnen in den Kitas, bei denen irgendwie allen Menschen da draußen sehr klar ist, dass wir die jetzt besonders brauchen in der Corona-Krise. Aber es gibt darüber hinaus auch eine ganze Reihe von weiteren Berufsgruppen, darunter auch unsere Staatsdiener, die bayerische Beamtenschaft, die derzeit an ihre Leistungsgrenzen gehen, die viel mehr leisten, als man eigentlich von ihnen erwarten könnte, die eine unheimliche Flexibilität an den Tag legen, um diese Krise zu meistern und die vielleicht ein Stück weit weniger in der öffentlichen Wahrnehmung erkennbar sind, in den Amtsstuben, als jetzt in den Krankenhäusern oder in den Kitas. Und deshalb haben wir das zum Anlass genommen, um einerseits mal Danke zu sagen, von Herzen vielen Dank dafür zu sagen, dass viele tausend bayerische Beamten derzeit flexibel genug sind, nicht an ihrem eigentlichen Dienstposten, ihren dauerhaften Aufgaben nachzugehen, sondern dazu bereit zu sein, jetzt mit anzupacken, die Ärmel aufzukrempeln im Contact Tracing und bei vielen Einsätzen in den Gesundheitsämtern zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Neben diesem Dank war es uns aber wichtig, eines sicherzustellen für eine besondere Gruppe in der Beamtenschaft, die sich ganz vortrefflich und vorbildlich einsetzt in der Krisenbewältigung, nämlich die Beamtenanwärterinnen und Anwärter. Warum? Einfach deshalb, weil sie in einer besonderen Phase, einer sehr sensiblen Phase ihrer Berufsbiografie von diesem Zusatz- und Sonderengagement getroffen sind. Sie übernehmen gleich zu Beginn ihres Dienstverhältnisses eine exponierte Verantwortung für die Menschen in Bayern, wenn sie in den Contact Tracing Teams und in den Gesundheitsämtern mitwirken. Dafür gilt es nicht nur zu danken, dafür gilt es im Gegenzug seitens der Politik auch sicherzustellen, dass ihnen daraus am Ende des Tages kein Nachteil entsteht. Kein Nachteil für die Ausbildung, kein Nachteil bei den Prüfungen während der Ausbildung, aber auch kein Nachteil mit Blick auf erste Beurteilungen. Was wir als Freie Wähler Regierungsfraktion sicherstellen wollen, ist, dass niemand, der jetzt Großartiges leistet, der mehr tut als seine Pflicht, der sich einsetzt bei der Bewältigung der Corona-Pandemie, daraus einen Nachteil entgegennehmen muss. Und das haben wir mit unserem Antrag sichergestellt für die Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter in Bayern. Die sind die Zukunft unserer funktions- und leistungsfähigen Verwaltung in Bayern. Wir haben dazu schon vor der parlamentarischen Sommerpause eine Änderung des bayerischen Laufbahngesetzes auf den Weg gebracht, den Artikel 70a darin so verändert, dass man flexibel reagieren kann auf die Anforderungen der Pandemie und haben jetzt über den Dringlichkeitsantrag im Plenum sichergestellt, dass diejenigen, die eingesetzt werden zur Krisenbewältigung während ihrer Ausbildung, auf jeden Fall von diesem ja eigentlich für geschlossene Hochschulen und für Einschränkungen in der Ausbildung gedachten Paragraphen ebenso profitieren können, dass ihnen also bestmöglich entgegengekommen wird bei Fragen der Ausbildungszeiten, bei Fragen des Prüfungswesens, bei der Gewichtung von Prüfungsleistungen und auch bei den Beurteilungen. Und darüber hinaus, das war ein ganz wichtiger Punkt für uns, wollen wir auch Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit sicherstellen, indem wir uns dafür stark gemacht haben, dass niemand
in seiner theoretischen Ausbildungsphase aus seinem Kurs heraus abgeordnet wird zur Corona-Krisenbewältigung, während dann beispielsweise der Kurs weiterlaufen würde und am Ende des Tages dann die gleichen Prüfungen mit allen anderen Kolleginnen und Kollegen zu schreiben wären. Sowas darf nicht stattfinden. Wer jetzt über sich hinauswächst, wer dazu beiträgt, dass Bayern gut durch diese Krise kommt, durch ein zusätzliches berufliches Engagement aus der Mitte der bayerischen Beamtenschaft heraus, dem darf daraus kein Nachteil erwachsen, schon gar nicht der Zukunft unserer bayerischen Verwaltung, unseren Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärtern. Das, liebe Anna, war der Gegenstand unseres Dringlichkeitsantrags. Wir freuen uns, dass wir damit die Mehrheit im Bayerischen Landtag gefunden haben und, glaube ich, auch ein Stück weit als Politik unsere Gegenleistung gegenüber den Beamten, den Staatsdienern erbracht haben, die gerade Großartiges leisten für die Menschen in Bayern, damit wir gut durch diese Corona-Pandemie kommen. Wenn auch ihr eine Frage habt, wie heute Anna aus München, dann postet sie gerne wieder unten in den Kommentaren. Ich kümmere mich drum und dann geht es vielleicht nächste Woche um euer Thema, wenn es wieder heißt Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.